Ein Großteil der Investitionen am Bau geht heute in die Renovierung und Modernisierung bestehender Gebäude. Dabei trifft man auf die unterschiedlichsten Ausführungsarten aus den letzten 100 Jahren. Die Herausforderung an moderne Bauprodukte ist es, Lösungen zu bieten, die bei möglichst geringem Aufwand und unter Vermeidung übermäßiger Beeinträchtigungen für die Nutzer den heutigen Anforderungen gerecht werden. Dies gilt auch oder gerade für den Fußboden. Eine Möglichkeit ist natürlich, den Rückbau bis zur tragfähigen Konstruktion, neben dem damit verbundenen Aufwand, eine für die Nutzer unerträgliche Belastung. Aber welche Alternativen stehen bei einem eigentlich maroden Untergrund zur Verfügung? Zum Beispiel bei Rissen, Ausbrüchen, eingebrochenen Bereichen, zu geringer Estrichdicke, fehlender Tragfähigkeit. Eine erfolgreiche Sanierung beginnt mit der richtigen Beratung. Aus einer Vielzahl von möglichen Lösungen gilt es, die für die konkrete Situation beste Alternative herauszufiltern. Die faserarmierte Calciumsulfat-Spachtelmasse Schönox APF in Kombination mit dem multiaxialen Gelege Schönox Renotex sorgt bei nur geringer Aufbauhöhe für ein sicheres Ergebnis. Ob diese Art der Beurteilung des Untergrundes ausreichend ist, daran darf sicher gezweifelt werden. Nach der Auswahl des passenden Produktsystems sind die Untergrundvorbereitung und der richtige Einbau auf dem Weg zu einem zufriedenen Kunden wichtige Meilensteine. Wird die Raumaufteilung verändert, müssen Mauerschlitze fachgerecht verschlossen werden. Aus Zeitgründen bietet sich hierfür Schönox SEZ Plus, ein Schnellestrich, als Fertigmischung an. Bereits nach 24 Stunden kann Schönox Renotex großzügig überlappend über dem vormaligen Mauerschlitz eingespachtelt werden. Nach einer weiteren Stunde erlaubt Schönox ZZ die Überarbeitung der Fläche. Um ein Nachsacken der Spachtelmasse zu verhindern, können größere Ausbrüche ebenfalls mit Schönox ZZ geschlossen werden. Zur Wand hin und um zum Beispiel Heizungsrohre wird ein Randstreifen gestellt. Um ein Hinterlaufen mit Spachtelmasse zu verhindern, den Randstreifen mit Acryl abdichten. Anschließend kann Schönox Renotex flächig ausgelegt werden. Das Gelege passend zuschneiden. Zum Kontrollieren der Schichtdicke eignen sich Höhenmesspunkte. Die Fläche ist jetzt zum Auftragen der Spachtelmasse vorbereitet. Die faserarmierte Schönox APF wird nun in einer Schichtdicke von mindestens 8 mm grob verteilt. Dies wird unterstützt durch den guten Selbstverlauf. Der Einsatz einer Stachelwalze sorgt für den letzten Feinschliff. Danach präsentiert sich die Fläche glatt wie ein Spiegel. Was macht nun unser Kollege Hauruck? Zumindest von Risssanierung hat er anscheinend schon mal etwas gehört. Ob das in diesem Fall aber mehr als eine kosmetische Maßnahme ist, darf bezweifelt werden. Der Einsatz einer Standardspachtelmasse lässt nichts Gutes erwarten. Schon beim Auftragen ist erkennbar, dass die Qualität eher mäßig ist. Jetzt aber wieder zurück zur Profi-Qualität. Die Schönox Renotex Systemkomponenten sind ideal für die Sanierung von nicht mehr tragfähigen Untergründen. Schönox Renotex ist die ideale Lösung, wenn die Erhaltung der Altuntergründe unbedingt erforderlich ist. Mit dem Schönox Renotex-System gehen Sie auf maximale Sicherheit. Selbst bei der Aufbauhöhe von 8 mm hält das System den stärksten Belastungen stand. Anders wird es Herrn Hauruck ergehen.
Hoffentlich ist er gut versichert. Die durch die Kombination von Schönox Renotex und Schönox APF erstellten Untergründe sind äußerst flexibel und belastbar. Gerne treten wir den Beweis an. Überzeugen Sie sich selbst. Die extreme Belastung von mehr als 1200 Kilogramm hinterlassen fast keine Spuren. Herkömmliche Systeme halten diesen Belastungen nicht stand und versagen schon viel eher. Schönox Renotex, die ideale Lösung ohne aufwendige Rückbaumaßnahmen, aber mit einem Maximum an Sicherheit. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben durch eine Vorortberatung.